Hallo ihr Lieben, wir häkeln heute mit Wobedia Colors Hydrangea. Das ist ein Modal-Mischgarn, hat dieselben Eigenschaften oder ähnliche Eigenschaften wie Merino-Schurwolle und ganz ohne Tierleid. Und damit wollen wir heute die Mütze machen. Die eignet sich für Babys und Kleinkinder. Wenn ihr die Mütze in der Größe anpassen wollt, sucht am besten nach Größentabellen und passt die dementsprechend an. Okay. Die Anleitung an sich ist super easy. Also, wir brauchen nur 300 Meter, das reicht vollkommen. Ich häkle mit einer 4 mm Nadel. Wir brauchen noch ein Pompon, das ist Kunstfell natürlich. Und eine Wollnadel. Wir fangen an mit einem einfachen Knoten. Dazu bilden wir einen Kreis und legen den langen Faden darunter. Hier holen wir den Faden durch. Es entsteht eine Schlaufe und da kommt der Haken rein und wir ziehen das Ganze fest. Achtet darauf, es nicht zu fest zu ziehen, sondern es sollte locker bleiben. Und jetzt fangen wir an mit Luftmaschen. Wir gehen Luftmaschen, Faden holen und durchziehen. Achtet darauf, es ganz, ganz locker zu lassen. Wenn ihr eure Luftmaschen nicht locker genug kriegt oder es nicht klappt, dann nehmt eine Häkelnadel, zum Beispiel Größe 5 oder 6. Also sollte wirklich ganz, ganz locker sein. Faden holen, durchziehen. Faden holen, durchziehen. Und so locker sieht es bei mir aus. Und das machen wir jetzt so lange, bis diese Luftmaschenkette eine Länge von 40 cm hat. Wenn eure Luftmaschenkette lang genug ist, dann starten wir die erste Reihe und wir drehen die Luftmaschenkette so, dass wir von hinten durch die hinteren Perlen einstechen, und zwar durch diese. Und wir häkeln halbe Stäbchen. Wir gehen halbe Stäbchen. Wir holen den Faden auf den Haken, stechen durch die nächste Perle ein, holen den Faden, ziehen ihn durch die Masche durch, haben drei Laschen auf dem Haken, Faden holen und durch alle drei ziehen. Das ist ein halbes Stäbchen. Nochmal Faden holen, durch die hintere Perle einstechen, Faden durchholen, drei Laschen auf dem Haken, Faden holen, durch alle drei ziehen. Und das machen wir jetzt für die ganze Reihe. Das ergibt einen schönen Rand, einen schönen Zopfrand. Die erste Reihe haben wir fertig und alle anderen Reihen, die jetzt folgen, gehen folgendermaßen. Wir häkeln eine Luftmasche und drehen die Arbeit. Und dann häkeln wir die ganze Reihe über halbe Stäbchen. Am Anfang stechen wir mal durch die zweite Masche, also die erste überspringen und durch die zweite einstechen. Ich nehme hierzu beide Maschenglieder. Und dann einfach in jede Masche, also ein halbes Stäbchen pro Masche. Das bis zum Reihenende und alle anderen Reihen fangen wir genauso an und häkeln wir genauso, bis wir eine Breite von 20 cm haben. Mein Häkelstück ist fertig, das ist jetzt eine Länge von 40 cm und eine Breite von 20 cm. Und wenn wir das jetzt zusammenfalten, haben wir in etwa ein Quadrat. Und was wir jetzt machen könnten, ist einfach an dieser Seite entlang zunähen und dann wäre die Mütze schon an sich fertig. Das ist für die leichteren Tage ganz gut, aber da mir das zu dünn ist, werde ich nochmal die gleiche Breite häkeln. Und zwar, dass wir dann eine Gesamtgröße von 40 x 40 cm haben. Und dann haben wir eine richtige Wintermütze. Also wie gesagt, ihr könnt es jetzt, wenn ihr wollt, könnt es schon beenden. Also einfach hier dann zunähen. Ihr kommt dann später Pompon dran und ich mache das gleiche in derselben Länge nochmal und dann sehen wir uns wieder. Ich habe mein Häkelstück fertig, also von grün
geht es zu Opal und wir haben hier eine Größe 40x40. Das ist jetzt leider unter der Kamera schlecht zu sehen, aber es ist die Größe. Und jetzt werden wir die Mütze vernähen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir falten die Mütze zuerst einmal so. Von Kante zu Kante zu Kante. Ja, auf der anderen Seite sieht das so aus. Und dann könnt ihr euch jetzt aussuchen, welche Seite innen und welche außen sein soll. Bei mir wird diese Seite innen sein und diese Seite außen. Das heißt, ich falte die Mütze jetzt nochmal so. Das ist ja dann die korrekte Größe der Mütze. Wartet, ich mache es nochmal, dass die Ecken genau stimmen. Weil wir ja beim Vernähen von innen vernähen, also das ist eigentlich die linke Seite. Das ist jetzt ein bisschen dick, aber das schaffen wir schon. Ich habe jetzt noch ungefähr so viel Faden übrig, das reicht zum Vernähen. Ansonsten, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann hebt ein bisschen mehr auf. So, wir vernähen jetzt auf dieser Seite gleichzeitig 4 Lagen. Warte, das muss hier weg. Genau, also wir vernähen gleichzeitig 4 Lagen, deswegen achtet darauf, dass ihr dann nochmal das korrekt zusammenlegt. Aber es macht nichts, wenn es nicht genau korrekt ist, weil wir gehen sowieso Masche für Masche. Also wir haben ja überall die gleiche Anzahl der Maschen, von daher ist das kein Problem. Und wir fangen folgendermaßen an. Wir gehen auf dieser Seite durch die erste Masche hier. Auch beide Laschen dazu, damit es richtig fest wird. Dann bei der zweiten Lage ebenfalls durch die erste Masche und dann hier nehmen wir diese Masche mit und ziehen das zuerst durch diese beiden hier. Ich ziehe das noch mal fest und dann gehe ich bei der vierten Lage ebenfalls durch die erste Masche und ziehe den Faden hier nochmal durch, damit ich am Anfang alle erwischt habe, damit wir ja den Anfang nicht verpassen. So, und jetzt können wir beginnen mit dem Komplettvernähen. Und zwar gehen wir folgendermaßen vor. Wir stechen hier in die zweite Masche ein, also einfach in die nächste. Bei der zweiten Lage in die zweite. Bei der dritten Lage in die zweite und bei der vierten Lage in die zweite. Jetzt den Faden. So, und ich greife mir den eigentlichen Faden. Und jetzt hole ich mir den Faden hier durch. Und jetzt durch alle 4. So. Ziehe ich das Ganze noch ein bisschen fest. Okay. Und jetzt häkeln wir die ganze Zeit Kettmaschen, also hier wieder durch die dritte Masche, hier durch die dritte, hier durch die dritte und hier durch die dritte. Und Faden holen, durch alles ziehen und durch die Masche auf dem Haken. Okay, und dann hier wieder durch die nächste Masche. Durch die nächste Masche. Bei der dritten Lage durch die nächste Masche und bei der vierten Lage auch durch die nächste Masche. Und durch alle ziehen und hier durchziehen. Jetzt habe ich hier einen Faden vergessen. Wartet. Ah, das ist bei gefachten Garnen nicht immer einfach, aber das klappt schon. So. Und ihr seht, wir schließen das hier immer. Und
Hier entsteht dann so eine Naht mit Kettmaschen. Und ihr könnt das jetzt weiter fortsetzen bis hierhin, komplett in Kettmaschen, bis es zu ist. Also das wird der Hinterkopf sein. Oder wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr natürlich eine Wollnadel nehmen und mit der Wollnadel das Ganze vernähen, also wie ihr wollt. Und dann sehen wir uns gleich, wenn das hier fertig ist. Die Mütze ist jetzt auf der Seite vernäht und wir können den Faden abschneiden. Durch die letzte Masche ziehen, festziehen und jetzt brauchen wir die Wollnadel zum Faden vernähen, zum Verstecken. Und jetzt müssen wir noch diese Seiten vernähen, und zwar die beiden einzeln und die beiden einzeln. Also nicht als vierlagig hinzunähen, sondern separat, damit das unten offen bleibt für den Hals. Mütze ist jetzt vernäht und auch hier oben alles zu. Ich habe jetzt hier an den Enden bereits Kordeln dran gemacht. Das ist jetzt einfach Bravo Big, ungefähr 1 Meter. Und dann einfach hier durchgezogen. Dann habe ich das einfach nur verdreht und hier unten einen Knoten dran gemacht. Ihr könnt jetzt auch hier einen Zopf flechten. Also wir drehen das jetzt mal richtig rum. Das ist jetzt die Mütze oben. Das ist die Mütze hier unten. Und ihr könnt jetzt hier zum Beispiel einen Knopf dran machen und hier dann eine Schlaufe, die würde dann zum Beispiel über den Knopf legen. Ihr könnt hier auch einen Druckknopf anbringen. Achtet bei den Druckknöpfen darauf, die zu nehmen, die leicht auf und zu gehen, weil wenn ihr die ganz festen nehmt, genau, das war Titi, wenn ihr die ganz festen nehmt, dann klappt das mit dem Öffnen nicht mehr. Also die von Gründe, die gehen zum Beispiel ganz leicht auf und zu. Und jetzt... Ja, so sieht das aus. Hier vorne kommt das Köpfchen rein. Also das Gesicht ist hier vorne. Und wir machen hier oben jetzt ein Bommel dran. Oder ein Pompon. Ich habe jetzt hierzu schon eine Seite, also einen Faden. Den habe ich durch die Wollnadel gezogen. Und das befestigen wir jetzt von außen. Gehen jetzt hier zu der Spitze und gehen mit dem Faden durch. Ihr könnt auch zweimal mit dem Faden durchgehen, damit er auch fest ist, und dann noch mal nach innen rein und den Faden durchziehen, den lassen wir so, und dann brauchen wir den zweiten Faden. Das ist ein bisschen fummelig. Und dann machen wir mit dem das Gleiche. Und dann binden wir innen einen Knoten. Ganz fest, damit Pompon nicht abhauen kann. Und ihr könnt jetzt die Fäden entweder so lassen oder abschneiden. Ich schneide sie ab. Und dann ist die Mütze fertig. Euch viel Spaß mit der Anleitung. Viel Spaß mit dem Vulpedia Colors. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.